und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, ich habe mich gerade fertig gemacht und ich will heute auf jeden Fall mal ein bisschen in den Elbepark fahren. Viele von euch haben es ja mitbekommen. Wenn nicht, dann ist jetzt hier Instagram verlinkt. Das andere Instagram sowieso. Aber das ist mein Instagram-Art-Account. Ich zeichne ja seit einiger Zeit ein bisschen intensiver und das sind dann meistens Porträts. Und deswegen möchte ich mal heute schauen, dass ich vielleicht noch den ein oder anderen Stift finde, womit ich das besser hinkriege. So, ich blende euch auf jeden Fall mal kurz Zeichnungen ein und dann geht es los. Oh mein Gott, das ist wirklich so eine Sache, die kann wieder nur mir passieren. Ich wollte gerade los und auf dem Weg zum Auto runter fiel mir noch ein, warte mal, du musst ja noch die Sparkassenkarte einpacken. Ich war nämlich am Donnerstag auf dem Amt gewesen, um einen Reisepass zu beantragen und da habe ich die Karte rausgenommen, weil ich danach auch noch einkaufen war und die dort brauchte. Das wäre jetzt so lustig gewesen, wenn ich in Dresden gewesen wäre oder schon gewesen wäre und dann wäre mir aufgefallen, hey, du hast deine Karte gar nicht dabei. Das heißt, ich hätte dann 40 Minuten umsonst Fahrt hinter mir gehabt. Also quasi, ich hätte einfach kein Geld mit gehabt. Das ist wirklich irgendwie typisch für mich. So Leute, ich bin da! Von dem Stau, den die gesagt hatten, dass da einer sein soll, habe ich nichts mitbekommen. Der war auf der anderen Richtung, auf die andere Autobahn draufgehend. Also ich bin auf der A4 gefahren und der Stau soll auf der A13 sein. Aber ich habe trotzdem gut eine Stunde gebraucht, aufgrund dessen, dass die eine 12 Kilometer lange Baustelle hier hingeballert haben. Nicht mit Tempolimit 80, nein, mit Tempolimit 60. Die meisten von euch können wahrscheinlich noch kein Auto fahren oder dürfen nicht, haben noch keinen Führerschein und ihr werdet das irgendwann mal mitkriegen, wie nervig sowas ist. Aber gut, egal, ich bin da. Ich finde den gruselig, aber es ist mein Freund. Also ich bin jetzt da. Das ist der Laden, wo ich hin will und der ist absolut riesengroß. Ich denke mal, die haben auf jeden Fall, was ich suche. Schauen wir mal.
Also wenn jemand wissen will, wo ich am liebsten shoppen gehe, definitiv Kolosseum. So, ich bin wieder zu Hause. Es war gerade übrigens hier unten noch das Chaos, wo ich erst meine Sparkassenkarte fix aus dem Rucksack gesucht habe. Das werde ich gleich noch beseitigen. Dann werde ich einen Kaffee trinken und dann zeige ich euch, was ich gekauft habe. Bis gleich. So, dann werden wir mal schauen, was ich mitgebracht habe. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Es passt wirklich sehr, sehr viel in diesen kleinen Beutel. Das ist wirklich wahr. So, hier haben wir erstmal einen Zeichenblock. Ich weiß nicht, ob es da auch spezielle Sachen gibt. Spezielle Zeichenblöcke. Aber das ist so ein stinknormaler. Weil meiner ist bald voll. Hallo, Pauli. So, hier habe ich Gel-Einlegesohlen. Weil auf Arbeit laufe ich permanent mit Gummistiefeln rum. Und ja, da ist das ohne passende Sohlen nicht so ganz schön geil. Also, hä? Nicht so geil. So. Hier haben wir Woodless Graphite Sticks, also Graphitstifte. 6 Stück. Verschiedene Strichstärken, Härten und so weiter und so fort. Dann, das gucken wir gleich noch. Dann habe ich zum Schattieren verschiedene Schattierungsstifte von Polycolor. Und das sind einfach nur Schwarz, Weiß und Grautöne. Also halt quasi nur zum Schattieren. Dann habe ich nochmal Polycolor 24 Stifte. Das ist Authentic Quality Product. Artist Colored Pencil. Also das sind auch erstmal schon verschiedene Hauttöne, die wir hier haben. Die habe ich aber nochmal einzeln gekauft, also Hauttöne. Das ist hier mit dabei. Dann habe ich diesen Stift. Verkehrt. Authentic Quality Product. Und dazu gibt es einzelne Minen. Ich hoffe mir, damit Haare und sowas besser zeichnen zu können. Also dafür gibt es einzelne Minen. Ihr seht schon, die sind ganz dünn vorne. Und ich hoffe, wie gesagt, dass diese präzise Striche machen. Und wenn nicht, dann finde ich sicherlich auch eine Verwendung dafür. Und dann haben wir noch... Hier ist ein ganzer Batzen Stift drin. Pauli, zieh mal. Ups. So. Also hier haben wir nochmal einen ganzen Batzen Stifte drin. Das sind, muss man ein bisschen ordnen, hier nochmal verschiedene Grau- und Schwarztöne und die, das sind, kann man das lesen, ich krieg's nicht gedreht, Soft Pastel Stifte von Gioconda, alles klar, Gioconda. Da habe ich nochmal ebenfalls die verschiedensten Hauttöne mitgenommen und 2 weiße, sind sogar 3 weiße hoch. Okay, wie gesagt, verschiedensten Hauttöne habe ich hier nochmal mitgenommen, weil ich demnächst auch mal bunt zeichnen möchte. Weiß und nochmal Grau-Schwarztöne. So, hier habe ich noch einen präzisen Radierer.
Und das sind Tatsache von Faber-Castell. Warte mal, sind das die Polychroms? Genau, das sind Polychroms. Also das sind richtig, richtig hochwertige Stifte. Die sind auch so teuer, dass ich davon erstmal nur 4 Stück mitgenommen habe. Also absolut geil. Und ja, das ist das, was ich heute so gekauft habe. So, ihr Lieben, ich sehe mich nicht. So, ihr Lieben, außerdem habt ihr mich mal gefragt, wo ich denn am liebsten einkaufen gehe. Also wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich in den Dresdner Elbepark. Da war ich heute auch gewesen. Im Laden Das kreative Hobby. Bei MacPaper war ich auch, aber da hatten die solche Stifte absolut überhaupt nicht. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass die sowas da gar nicht haben. Aber gut, okay. Und klamottenmäßig bin ich am liebsten, wie ihr gesehen habt, im Kolosseum. Dann gibt es noch so diverse andere Läden. Forever 18, Tallywell. Was haben wir da noch so? Wie heißt denn dieser Standardladen? Oh mein Gott, ich komme gerade nicht drauf. Also diese Standardläden für junge Leute halt. Ja, aber am liebsten halt Kolosseum. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wie gesagt, schaut doch auch mal bei meinem Art-Instagram-Account nach. Hier ist der verlinkt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes restliches Wochenende. Ich denke mal, es ist Sonntag, wenn der Vlog on kommt. Schauen wir mal. Werdet ihr sehen, welcher Tag jetzt gerade ist. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.